So, meine Lieben. Hi, moin, moin, guten Tag zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Mocha. Ja, und wir sind hier wieder in unserer Saison mit dem SC Paderborn. Und ja, unser Ziel ist natürlich der Aufstieg. Ich habe mir Gedanken gemacht um unsere Jugendspieler in unserer Jugendakademie. Und zwar, ob ich nicht den Groß und den Wagner hochziehen sollte. Ich glaube, damit warte ich aber bis irgendwie zur Winterpause, aber oder kurz vor die Winterpause, dann werde ich die hochziehen wohl. Gut. Die Aufstellung fürs nächste Spiel haben wir schon vorgenommen. Jetzt geht's gegen Hansa Rostock, die Zweiter sind, also ein wichtiges Spiel, sonst sind die weg. Und dann wollen wir mal loslegen. Ja, wie ihr vielleicht jetzt schon im letzten Video bemerkt habt, und auch wenn ihr dieses hier seht, probiere ich mich gerade so ein bisschen an Schneideprogramm aus, Videoschneideprogramm. Und das macht mir Spaß. Jetzt gucken wir uns nochmal die Aufstellung von den Rostockern an. Die spielen ein 4-4-2 defensiv. Das sagt mir nur der Keeper was, den Rest kennt ich persönlich nicht. Also persönlich kenne ich davon gar keinen, aber mir sagen die Spieler halt auch nichts. Und dann geht's los. Wir gehen gleich aggressiv drauf. Das war schön gemacht. Böder am Ball, Krause. Clement über rechts. Der ist schneller als Henning. Ja, verdammt. Heute werde ich noch ein, zwei Videos produzieren. Also ich hoffe, dass ich es auf drei Videos heute schaffe. Das war ganz schlecht. Damit ich halt wieder was für die Tage habe, wo ich die Zeit nicht habe. Und da haben wir das 1-0, weil wieder schlechte Abwehrleistung. Föhring, der sagt mir doch was. Hat er nicht mal bei Union Berlin gespielt? Ich weiß es nicht. Tietz schön mit der Balleroberung, aber der Pass nach vorne war da nichts. Auf Michel. Ein Schuss aus der Distanz, der aber nicht drin war von Hüeren, keine Ahnung, irgendein Finne vermute ich. Da hat Böder es versucht auf Clement durchzulegen, hat nicht funktioniert. Schön
Schön aufgepasst von Krause. Oh, verdammt, Lukas Böder, aber der Einwurf für uns, das geht noch. Das war wohl wieder nichts. Aber schön abgefangen von Collins auf Christian. Ah, aus dem Hintergrund Tietz, aber das war nichts. Aber Tietz geht wieder drauf. Ah, vorbei. So, Krause über rechts. Legt in die Mitte zu Ritter. Der auf Michel. Zurück zu Ritter. Ah. Und das war auch jetzt nicht ideal. Da hat, ist der Keeper ganz schön rabiat reingegangen. Glück gehabt. Och, und wieder ganz schlechter Pass, den ich da mache. Es ist schon wieder so, ich könnte Rage quitten. Das regt mich auf. Also ich mache es natürlich nicht. Es gehört sich nicht, aber ich könnte. Ja, das ist ganz schlimm, wenn man online spielt und dann die Spieler, die, wenn man die ganz schnell in Rückstand geraten, schnell rausgehen. Das ist. So, Böder über rechts. Clement hat den Ball. Und Rebele passt auf. Das war keine gute Halbzeit von uns. Dann hoffen wir mal auf die zweite Halbzeit. Kurze Pause, bis gleich. Böder. So. Mühl
auf Krause, Ritter. Und da sollte der Pass gar nicht hin. Natürlich habe ich da hingedrückt, aber das kennt man ja. Wieder sind alle anderen schuld, nur man selbst nicht. Eieieiei. Da hoffe ich, dass wir nur Gelb bekommen für Mühe. Glück gehabt, das hätte auch locker eine rote sein können. Da warte ich noch einen Moment mit dieser Auswechslung. Das war knapp. Aber letztendlich kein Problem für unseren Keeper. Schade. Schön gespielt. Ja, ich bin heute etwas schweigsam, muss ich gestehen. Ich glaube, heute Aufnahmetag ist der letzte Trade-Tag, die Trade-Deadline für die MLB. Für die Major League Baseball. Das habe ich euch ja schon mal erzählt, dass mich Baseball interessiert. Da habe ich auch nach wie vor Interesse, euch das zu zeigen. Ein ganzes Spiel wäre wahrscheinlich zu lang. Deswegen muss ich da noch ein bisschen an meinen Videoschnitt-Skills arbeiten. Ah! Das war fast ein Tor. Da gucken wir mal, was wir machen können. Bertels auf links und Solanski auf rechts. Schön offensiv gehen. Benjamina kommt, den kenne ich sogar auch. Der war nämlich definitiv bei. War das Union? Ah, schade. Ja, ich leide ein bisschen unter Allergie. Das ist morgens bei mir relativ normal. Ich bin ein Geplagter damit, aber schon. Es gibt keine Zeit in meinem Leben, an der ich mich nicht erinnern kann, dass ich es hab. Also, man lernt damit umzugehen. So, jetzt Spielaufbau über Zulonski. Ritter. Und Michel verliert den Ball. Aber Zulonski passt auf. Und Michel, da ist der Ball doch drin. Schöne Vorlage von Collins da. Und da sitzt der Ball im unteren linken Eck. Fünftes Saisontor für Michel. Aber es ist noch nicht vorbei. Wien Wiesbaden. Hansa Rostock natürlich. Mein Gott, an wen denke ich denn da gerade? Zuschlagen, das wäre echt super. So, mal gucken. Ah, keine gute Flanke von Hansa Rostock. Wir bauen wieder auf mit Collins, Bertels, Michel vorne. Zurück auf Krause. Ah, eine Drehung zu viel leider. Der Regen nimmt hier.
Ein Unentschieden wäre schon gar nicht so schlecht. So, Collins auf Krause. Da haben wir Glück, dass Ritter den Ball hält, aber er kann damit auch nicht viel anfangen. Bertels? Ja, sehr schön. Ah, Solanski versucht es vorne nochmal, aber nein. Das wird wohl in einem Unentschieden enden. Ah, zu lange Flanke. Der sollte auf den kurzen Pfosten zu Tietz. Aber das war wohl nichts. So. Ein Unentschieden. Ich glaube, von den Spielanlagen her war es verdient. Ja, mal wieder der einzige Schuss von den Rostockern ist aufs Tor gegangen. Schade, schade, Schokolade. Müssen wir mitleben. Ein kleiner Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht entmutigen. Da haben wir Nachrichten. Ritter, vielen Dank um eine Rolle. Ja, das Problem ist natürlich, dass du nur geliehen bist. Da brauche ich dann definitiv Ersatz. Und Tietz bedankt sich für die Rolle, die wir ihm im Kader zuschustern. Das ist nicht das Problem. Wir simulieren jetzt bis zum nächsten Spiel. Jetzt haben wir nochmal Training. Da liegt ja meine Hoffnung auf Wagner, wenn halt Rüther weg ist, dass dann Wagner in seine Fußstapfen ein bisschen treten kann. Es wird eine Länderspielpause sein. So viel frei wie gerade ist. Wir sind momentan auf dem 4. Platz, ein Punkt hinter den Sportfreunde Lotten auf dem 3. Das nächste Spiel ist gegen Zwickau, die auch oben mit drin sind. Aber das seht ihr in der nächsten Folge meiner kleinen Reihe. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Ciao, ciao, euer Mucka.